Wir suchen hier die Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Wenn wir dieses Polynom zweiten Grades noch mit e hoch 0 mal x multiplizieren, so haben wir an dieser Gleichung nichts verändert, haben aber jetzt eine Differentialgleichung dieser Art. Dies ist die allgemeine Form einer linearen, aber nicht homogenen Differentialgleichung, in der das von y unabhängige Glied das Produkt einer Exponentialfunktion und eines Polynoms ist. Die allgemeine Lösung solch einer Differentialgleichung schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich als Summe von solchen Produkten, Exponentialfunktion mal Polynom. Diese Werte ak sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms dieser Differentialgleichung und diese Werte mk sind ihre jeweiligen Vielfältigkeiten. Eine partikuläre Lösung dieser nicht homogenen Differentialgleichung schreibt sich als solches Produkt. Dieser Faktor e hoch cx ist ganz einfach aus der Angabe abgeschrieben worden. Der Grad dieses Polynom p Sternchen in x ist genau derselbe wie der Grad dieses angegebenen Polynoms. Und der Exponent dieser Zahl x ist die Vielfältigkeit von dieser Zahl c als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung dieser Differentialgleichung. Wir beginnen hier also mit der Bestimmung der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung. Die charakteristische Gleichung schreibt sich selbstverständlich z hoch 2 minus 1 mal z hoch 0 gleich 0. Diese Gleichung können wir noch in diese Form umschreiben und erkennen hier sofort, dass minus 1 Nullstelle ist mit Vielfältigkeit 1 und dass 1 auch eine Nullstelle ist, ebenfalls mit Vielfältigkeit 1. Somit wissen wir also, dass die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung sich in dieser Form schreibt. Zuerst haben wir ein Polynom 1 minus 1. Grades, das heißt ein Polynom 0. Grades, das heißt wiederum eine Konstante, mal e hoch minus 1 mal x plus jetzt noch ein Polynom 1 minus 1. Grades. Also ein Polynom 0. Grades, das heißt eine konstante Zahl, mal e hoch 1 mal x. Diese allgemeine Lösung der homogenen Gleichung halten wir hier fest. Jetzt bestimmen wir noch eine partikuläre Lösung von dieser nicht homogenen Differentialgleichung. Diese Formel besagt, man schreibe solch ein Produkt. Dieser Faktor e hoch 0 mal x wird einfach von da abgeschrieben, mal ein Polynom p Sternchen in x zweiten Grades, weil dieses Polynom zweiten Grades ist, mal und dann x hoch, diese Hochzahl, das ist die Vielfältigkeit von dieser Null als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung. Aber die zwei Nullstellen sind minus 1 und 1. 0 ist also keine Nullstelle von dieser Gleichung. Deshalb ist die Vielfältigkeit ganz einfach 0. Und somit erhalten wir als yp von x 1 mal ein allgemeines Polynom zweiten Grades, das heißt ax² plus bx plus c mal 1. Unsere partikuläre Lösung yp von x schreibt sich also in dieser Form
Und jetzt gilt es noch, diese drei Zahlen A, B und C zu bestimmen. Die finden wir, indem wir ausdrücken, dass dieses yp von x die Differentialgleichung erfüllt. Also so. Hier brauchen wir die zweite Ableitung von diesem yp von x. Also berechnen wir zuerst die erste Ableitung. Die erste Ableitung von ax² plus bx plus c, das ergibt 2ax plus b. Und jetzt rechnen wir die zweite Ableitung, indem wir die erste Ableitung nochmal ableiten. Die Ableitung von 2ax plus b, das macht 2a. Und jetzt ersetzen wir in dieser Gleichung das yp durch dieses Trinom zweiten Grades und diesen Bruch ganz einfach durch 2a. Daher haben wir also 2a minus dieses Trinom zweiten Grades gleich x² plus 1. Hier haben wir die Gleichheit von zwei Polynomen. Das Polynom links wird noch in diese Form geschrieben. Und zwei Polynome können nur dann gleich sein, wenn die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen gleich sind. Das bedeutet also, Vorzahl von x², das heißt minus a, ist gleich zur Vorzahl von x², das heißt 1. Die Vorzahl von x, das heißt minus b, ist gleich zur Vorzahl von x hier rechts, das heißt 0. Und der unabhängige Term links, das heißt 2a minus c, ist gleich zum unabhängigen Term rechts, das heißt 1. Also erhalten wir dieses Gleichungssystem, woraus wir sofort finden, dass a minus 1 sein muss, b 0 sein muss. Und wenn wir hier a durch minus 1 ersetzen, dann finden wir als Wert für c die Zahl minus 3. Somit haben wir also a, b und c bestimmt und kennen jetzt genau diese partikuläre Lösung yp von x. Also minus 1 mal x², das macht minus x², plus 0 mal x, also plus 0, minus 3, steht da. Wir halten diese partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung hier fest. Und jetzt sind wir auch fast am Ende dieser Auflösung, denn wir wissen, dass die allgemeine Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung ganz einfach gleich zur Summe dieser zwei Lösungen ist. Also brauchen wir diese zwei Lösungen nur einfach zu addieren und haben somit die Differentialgleichung gelöst.